Hallo Leute, es geht weiter mit The Path. Ich nehme gerade direkt am Stück auf und wir nehmen die kleine Robin. Und damit ist es die letzte aus dem Bunde. Es sei denn, ihr möchtet halt Rose auch nochmal sehen. Dann mache ich das natürlich auch nochmal. Und man sieht ja jetzt hier auch immer, es ist irgendwie so voll arm, dass sie jetzt hier so alleine sitzt. So nur noch eine, die so mit ihrem Auto spielt. Lalala, alle anderen sind tot. Naja, ich bin hier alleine. Ich habe ja mein Auto. Ja, und immer wenn jetzt eine weg ist, liegen sozusagen oder hängen wir hier hinten an der Wand auch so Objekte noch dran. Für jede Person ist halt hier was. Hier ist so ein Hut irgendwie auf dem Stuhl, ein Buch. Ich weiß nicht, ob das da hinten eine Kerze oder ein, ich weiß nicht, ein Bild, irgendwas anderes ist. Ein Kaninchen. Weiß ich gerade nicht hier. Doch, für einen Vogel, glaube ich. Für die kleine Ginger das letzte Mal. Nehmen wir mal Robin. Legen wir mal los. Du wirst sterben. Lalala. So, los geht's. Wie sieht denn die Kleine aus? Och, ist die süß. So ein richtig kleines Rotkäppchen. Ich finde, die passt richtig gut auch hier in das Setting. Denn es soll ja auch um hier Rotkäppchen sich drehen, so ein bisschen. Das Märchen aufgreifen, ist ja klar. Und ich finde, da passt sie, finde ich, irgendwie am besten gerade rein. Da bin ich ja mal gespannt, was bei ihr jetzt kommt. Weil sie ist ja voll die kleine Maus. Wir sollen in die komplett andere Richtung gehen, aber ich sehe da ganz viele Blumen schon und ist mir egal, wenn ich so daran denke, dass wir zuletzt so viel rumgelaufen sind und trotzdem 0 von 4 Objekten eingesammelt hatten mit Ginger. Tja, gebe ich mir natürlich nochmal Mühe hier mit der kleinen Robin. Lalala, ach, sie hüpft sogar zu den Blumen hin. Das ist ja schnuckelig. Okay. Ja, na gut, dann lauf mal. Hihi, voll süß. Voll das arme kleine Ding allein im Wald. Ich will nicht, dass die stirbt. Warum hat die denn kein Mami? Keinen Mami, ne? Keine Mami und keinen Papi. Die auf sie aufpassen. Aber sie läuft voll süß auch. Ich freue mich auch schon voll mega auf dieses Rotkäppchen-Spiel, was neu rausgekommen ist irgendwie. Aber ich bin ja auch, so jemand, der nicht gut im Übersetzen ist, wegen Englisch und so. Und ich würde mich voll freuen, wenn das Spiel halt auch nochmal auf Deutsch rauskommt. Dann feiere ich das ab und freue mich, wenn ich das spielen kann. Ist da hinten die Badewanne wieder? Können wir ja mal hingehen. Machen wir mal einen Schlenker dahin. Ganz viele Blumen. Sie ist voll das Blumenmäuschen und sammelt die hier alle fleißig. Und hüpft da immer so süß hin, freut sich. Wer sollte ihr denn was Böses wollen? Aber man muss sagen, zum Beispiel Ginger, die ist ja auch nicht von jemandem getötet worden, sondern das ist alleine halt passiert, mehr oder weniger. So, jetzt laufe ich wieder zurück. So ein bisschen wird ja hier der Pfad auch einmal angezeigt auf dem Boden, aber halt nur so ein bisschen. Noch eine Blume. Komm, hüpf dahin. Da sehe ich ja unten schon immer so eine Zeichnung von einer Wippe. Ist sie vielleicht auf einem Spielplatz gestorben oder so? Das wäre auch traurig. Ich will nicht, dass sie stirbt. So, habe ich hier nicht gerade im Winkel so eine weitere Blume gesehen?
keine Ahnung. Kommt jetzt da hinten wieder dieser gruselige Spielplatz mit dem Mann? Oh, ich will da eigentlich noch gar nicht hin. Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise hier alles abgegrast. Ich laufe jetzt hier noch nicht hin. Ich weiß ja gar nicht, was da kommt. Und jetzt weiß ich ja vom letzten Mal, dass diese drei Sachen auch alle relativ nah beieinander sind. Dieser Friedhof, der Feuerlagerplatz und diese Wiese mit dem Zaun. Das kann man ja dann immer noch mal, ne? Schnell am Ende irgendwie machen. Und vorher laufe ich halt noch mal ein bisschen los hier. Außerdem macht die das so schön hier mit den Blumen. Ja, dafür kommt die hier bestimmt auch in den Wald. Ich sammle Mami ein paar Blumen. Und dann freut sie sich, es war ja Valentinstag. Und dann schenke ich Mama ein paar schöne Blumen und sage ihr, dass ich sie liebe. Ja, das mache ich. Ich bin ganz allein im Wald. Und keiner hat mich lieb. Niemand passt auf mich auf. Ich bin total frei. Ich mache, was ich will. Aber ich bin nicht so doof wie meine Schwestern. Mm-mm. Ich kletter nicht auf den Elektrozaun. Und ich gehe auch nicht mit fremden Männern mit. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Auto fahren kann ich noch nicht. Ich bin viel zu klein dafür. Das ist bestimmt nicht für mich hier das Objekt. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ah, noch eine schöne Blume. Das ist ja schön. Lalalala, wo laufe ich denn mal hin? Na, laufe ich mal da lang. Einfach immer geradeaus, das ist das Beste, dann verirrt man sich nicht. Das weiß ich, bin nämlich öfters hier im Wald. Allein. Sag ich doch, immer geradeaus. Dann ist der Stern nämlich auch ganz woanders, wo er vorher noch gar nicht war. Zum Beispiel hier, der Brunnen, den hatten wir noch nicht. Da bin ich vielleicht reingefallen. Vielleicht. Nee, damit fängt sie nichts an. Aber hier war doch noch was in der Nähe. Nicht nur die Blume, sondern diese anderen Sachen. So langsam kenne ich mich wirklich hier ein bisschen in dem Wald aus. Und zwar so in die Richtung, da war doch dieses Musikinstrument und Pipapo. Ist das hier nicht mehr? Da ist eine Blume. Schnapp sie dir. Hundertsechzehn haben wir schon. Ja, gut, dann lauf da mal lang. Voll viele Blumen, aber keine Objekte. Ist ein bisschen doof. Aber besser als gar nichts. Ein paar Objekte wären mir aber lieber, dann würden wir auch etwas mehr über Robin erfahren. Mein Gott, sind das viele Blumen. Okay, es sind natürlich auch die letzten, die wir hier einsammeln. Aber, Also in dem Sinne letzte, weil ich ja Rose schon gemacht habe. Ich nehme mal den rechten Weg.
So, ich laufe mal querfeldein. Hier ist doch wieder was. Was ist denn das? Ach, der Fernseher. Es ist ja vielleicht was für sie. So, eine kleine Maus setzt sich vor den Fernseher. Ah, so ein bisschen Fernsehen hier mitten im Wald. Mit einem gruseligen Grisselbild. Zu Hause habe ich gar keinen Fernseher. Ist immer noch besser als gar keiner. Ja, gut. Okay. Ja. Nicht so gutes Programm. Dann laufe ich lieber weiter und sammle Blumen. Da habe ich mehr von. Nimm, sammel. Mach schon. Und wegen dem Baum kriegt sie das nicht gebacken, oder was? Hier, da vorne, da waren wir auch noch nicht. Da ist so ein Sessel wieder. Vielleicht pflanzt sie sich da ja auch drauf. Oh, der gefällt ihr sogar. Ja, setz dich da ruhig rauf. Ist das nicht schön? Ach, ist das schön. Ich möchte mit etwas Großem und Kuscheligem spielen. Ein Bär zum Beispiel. Nicht, dass sie ein Bär oder so getötet hat. Da haben wir Wäsche. Interessiert sie die Wäsche? Ich finde mit jedem immer so die Sachen, die für den anderen eigentlich waren. Ja, das ist leider nicht für dich. Die Wäsche wäre anscheinend für Ginger gewesen. Sah jedenfalls nach Ginger aus. Das ist ja blöd. Wie ärgerlich. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Ach, an diesen komischen Platz. Aha. Ich erinnere mich noch. War das nicht mit Carmen? Sehr geehrte Damen und Herren, Kinder und Tiere, kommen Sie und sehen sich den wundervollen Zirkus von Robin, der Großen, an. Haha. Ja, da fühlt die Kleine sich super. Tja. Jetzt lass es aber noch nicht ihr Ende sein. Das darf noch nicht sein. Es ist ja auch gar nicht für sie hier eigentlich. Das wissen wir ja. Trotzdem süß, wie sie sich so Sachen vorstellt und ausdenkt. Ist denn hier noch irgendwas? Denn das Klavier ja irgendwie nicht. Ich probiere es nochmal, aber es ist ja nicht für sie. Vielleicht können wir uns auf die Bänke setzen. Geh mal zu einer Bank. Das probiere ich auch nochmal aus. Ach, kleine Robin, was ist dir bloß widerfahren? Ah, guck mal. Das kleine Rotkäppchen setzt sich auf die Bank. Wölfe sind nur Hunde, aber Werwölfe sind wie Menschen. Das stimmt. Ich habe echt ein bisschen das mulmige Gefühl, dass halt irgendein Mann sie mitgenommen hat oder dass halt ein wirklicher Bär oder Wolf oder so sich, weiß ich, wie man das halt nennt, an ihr vergriffen hat, wie auch immer. Also, dass sie dem von sowas angefallen wurde oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal ein bisschen so in die Richtung. Ich glaube, da sind wir nicht hergekommen. Jetzt will man ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen. Super. Ja, wir haben halt einfach noch nichts gefunden. Ganz viele Blumen halt. Aber noch keine Objekte. Nicht ein Körbchen bisher. Mit Ginger aber halt auch nicht. Für Ginger wäre die Wäsche anscheinend gewesen. Aber die Wäsche habe ich mit ihr überhaupt nicht gefunden. Und das sogar innerhalb von 2 Parts. Aber das ist halt ja auch immer so zufallsbedingt.
So, lauf mal da lang. Ich halte halt nebenbei immer auch so die Augen offen. Nach Objekten, guck so ein bisschen immer nach links und rechts. Ich kann ja hier nicht nach links gucken und nach vorne laufen. Ist da irgendwas? Da ist auf jeden Fall eine Lichtung. Also diese Lichtung, die kenne ich auch nicht. Dass mal so ein Platz ist, wo so wenig Bäume sind. Hier geht es auch irgendwie so richtig frei geradeaus. Nee, hier waren wir auch noch nicht. Dann lauf mal ruhig weiter. Ist da wieder der Fernseher? Ach Mensch, dann waren wir hier doch schon. Dann lauf mal da lang. Irgendwann muss ja auch mal was anderes kommen. Ach, ich mache mir so Sorgen um sie. Da ist ein Blümchen. Das heißt, da waren wir noch nicht. Ah, da ist das Netzding. Kannst du da auch durchkrabbeln? Du bist doch auch so klein. Kommst du da nicht auch durch? Du bist doch so klein, du passt da bestimmt durch. Nee. Weil das einfach nicht ihr Objekt ist, ne? Na, das ist ja doof. Ja. Da geht's halt zum Friedhof gerade. Ich glaube aber, dass wir mit ihr eher zum Spielplatz sollen. Das würde halt viel besser zu ihr passen. Nein! Sie ist vorbei. Scheiße. Shit. Ich weiß es ja leider nie vorher. Menschen sterben. Menschen sterben. Als Kind kann ich mir... Oh Gott, was kommt da? Als Kind kann ich mir das nur schwer vorstellen. Sie sterben und wir stecken sie in den Boden. Wie Blumen. Ey, was ist das für ein Monster? Guck mal, da ist der Wolf. Das ist nämlich der Wolf. Das ist der böse Wolf aus dem Wald. Aus dem Wald von Rotkäppchen. Wenn ich da jetzt hingehe, geht die drauf, ganz ehrlich. Ich will noch nicht. Lauf weg. Komm, wir laufen weg. Komm, lauf weg, kleine Robin. Wir sind sowieso mit ihr noch nicht durch. Wenn ich die Chance habe, dann laufe ich lieber noch. Ich weiß ja jetzt dann, wohin. Boah, wie gruselig, dass der Wolf da auf einmal ist. Komm, lauf, lauf, lauf. Er hat dich bestimmt noch nicht gesehen. Wir laufen zu der Blume da hinten. Da waren wir noch nicht. Wie gruselig. Ich meine, das Märchen ist ja auch so. Aber so krass, dass man das hier so ein bisschen wirklich erleben kann. So, ich bin ein kleines Mädchen. Ich denke mir nichts. Ich laufe und auf einmal ist da voll so der Werwolf. Das finde ich schon unheimlich. Ich laufe mit ihr gerade voll weg. Ja, aber halt nur, weil ich nicht will, dass es jetzt vorbei ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann vorbei ist. Wenn es da aber vorbei ist, da geht's zum Theater. Wo geht's denn dann zu diesem Spielplatz? Ich will zum Spielplatz. Spielplatz, wo bist du? Da geht's doch nur wieder zum Wolf. Kapiere ich gerade nicht. Und da war ich ja auch noch nicht. Was ist da? Oh, da ist der See. Da waren wir auch noch nicht. Nein! Da
Hier waren wir doch schon. Oh, hier waren wir doch schon. Aber da ist jetzt so ein Mast, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Den Mast hier. Kann sie da irgendwas machen? Ich bin ein bisschen angespannt jetzt wegen dem Wolf. Jetzt steht sie nämlich hier auch in der Mitte. Die Sicht von oben. Aber ich, ja, weiß nicht, was es damit auf sich hat. Nee, dann geh mal wieder weg hier. Die kleine Robin wird vom Wolf gefressen. Ich weiß es genau. So laufe ich doch aber auf den Wolf wieder zu. Ja, da kommt eine fette Tatze. Weil er da auf seinem Hügel sitzt oder so. Oder ist das da jetzt doch der Spielplatz? Ich komme hier voll durcheinander. Hä, das ist doch jetzt der Spielplatz. Da wollte ich auch hin. Ja. Ach so. Ich hüpfe auf der Wippe. Gleite auf der Rutsche. Dreh mich im Karussell und schwinge auf der Schaukel. Mhm. Du kannst sie auf die Bank setzen, Kleine. Ja. Es hat noch nicht einmal was fürs Köpfchen gegeben. Wölfe sind nur Hunde. Naja, aber die Werwölfe, ne? Nimm jetzt mal die Wippe. Was passiert dann? Das ist doch deine. Willst doch wippen. Jetzt wipp endlich. Vielleicht wurde die Wippe nur angezeigt, damit man weiß, okay, Spielplatz und so. Und das hier, Karussell. Du hast ja von Karussell geredet. Ja, das bringt's ja. Und die kleine Ente? Die Rutsche. Kannst du mal hier spielen? Geht doch. Da freut sie sich. Sie hat gerutscht. Hihi. Kannst du da auch hochklettern? Ist zu hoch für dich, ne? Oder? Ja. Oh, das erinnert mich immer voll an die Schwestern. Unsere erste hier, die Ruby, die hatte doch ein kaputtes Bein. Wo hier dieser komische Mitschnacker saß auf der Bank. Dieser abgefuckte Typ. Hui, und nochmal rutschen. Ja, das ist viel schöner, als zum bösen Wolf zu gehen. Nimm mal die Schaukel da hinten. Da muss ja nochmal was hier geben. Kann ich sein. Schaukeln. Ja, schaukeln. Ja, was fürs Körbchen. Juhu. Na, endlich. Jawohl. Kitzeln im Bauch, streicheln im Wind. Hihi, okay. Die ist süß, die Robin. Komm, eine muss doch überleben. Du darfst jetzt aufhören. Ja, supi. Gut, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich, glaube ich, mal weg hier. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Es sei denn, sie wippt nochmal. Aber alleine wippen geht ja auch gar nicht so gut. Das bringt nicht so viel, glaube ich. Es fehlt halt ein Spielpartner. Ja. Gut, dann lauf mal da hinten vorbei und wir gehen mal auf die Blume da hinten zu. Ich will da eigentlich ungern an der Rutsche vorbei. Jetzt will sie nämlich wieder rutschen. Doch, schnell abgelenkt. Einmal noch auf die Bank. Ich weiß halt nicht, ob irgendeine Bank eine besondere Bank ist oder ob alle Bänke hier gleich sind. Sie möchte wieder kuscheln mit was Großem. Oh, 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 oh. Der böse Wolf ist doch in der Nähe, kleine Robin. Pass auf, was du sagst. So, lauf jetzt. Lauf!
Da vorne links können wir auch noch mal gucken. Hier in dieser Mauer. Ich bin mir 100% sicher, dass das echt... Das war jetzt gerade mal ein Objekt, bestimmt auch von vieren. Fragt mich nicht, wo die sind, aber naja. Oh, da ist sie regelrecht gestolpert gerade. So schnell hier um die Ecke gelaufen ist. Kannst du auch was ransprayen? Oder interessiert dich das nicht? Nö, das interessiert sie nicht. So ein Graffiti-Scheiß, sowas mache ich nicht. Das machen nur die Großen, die machen alles kaputt. Wo ist die denn gerade lang gelaufen? Hui! So. Wo bin ich? Da bin ich. Ah, okay, wir sind hier auch noch nicht gewesen. Sehr gut. Da ist wieder der gruselige Friedhof. Das ist nicht schön. Was ist mit dem Baumstumpf? Interessiert er dich? Nö, ne? Nö. Was solltest du auch damit wollen? Was haben wir noch? Ich wollte doch hier gerade irgendwo hin. Und nicht zum Friedhof. Da wollte ich nicht hin. Da! Da ist eine Blume. Sehr gut. Vielleicht helfen die mir ja wieder. Ich wollte doch zu diesem Ding. Da war doch so ein Gebäude oder so. Oder habe ich mich verguckt? Ich meine, ich kenne die Objekte ja alle hier auch schon mittlerweile. So ist nicht, aber... Ich komme hier ganz durcheinander. Wo bin ich denn? Ah, oh ja, einfach mal richtig querfeldein nochmal laufen. Das mache ich eben. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich eben nicht alles gefunden. Dann ist das so. Ich kann jetzt hier nicht Stunden durch den Wald laufen. Ich habe Angst vor dem Wolf. Nirgendwo Objekte für sie, ey. Aber das war mit Ginger auch so. Und dann mit der anderen findet man dann immer auf einmal direkt was, was für den anderen dann ist. Voll gemein. So, jetzt laufe ich da mal lang. Ich finde nichts. Manchmal sind die Objekte auch immer voll aufeinander liegend, so. Dann wie hier jetzt so, wo gar nichts irgendwie kommt. Wahrscheinlich klappe ich immer wieder mit denselben Leuten auch immer diese Stellen ab und merke das gar nicht. Man kann natürlich auch immer hier direkt auf diesem Pfaden bleiben, aber ob das was bringt, ich weiß nicht. Ja, hier waren wir jetzt auch schon. Da? Was ist denn hier? Ach, das Auto. Huch. Das sieht man, wenn man schnell läuft, immer gar nicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich nie was sehe, weil ich schnell laufe. Auf einmal tauchte das gerade so auf. Das hätte ich doch schon längst sehen müssen. Ja. Auch eigentlich will ich noch mehr für sie finden. Ich finde das doof. So richtig gute, viele Objekte haben wir weder mit Ginger noch mit Robin hier gefunden. Aber naja. Wo bin ich denn hier gerade mit ihr? Laufst du mal da lang? Da lang. Ein bisschen mehr rechts halten und dann geradeaus halten. Ich sehe von weitem auch nichts. Ich. Keine Ahnung, wo hier was sein soll noch. Naja, sonst ist Pech. Dann müssen wir halt
zum Friedhof jetzt und uns dem Wolf stellen mit der kleinen Robin. Robin. Musst du auf dich aufpassen, Mädel. So. Ja, ich laufe hier kreuz und quer. Huch. Da ist wieder dieses komische Theaterdingens, ne? Ja. Und da rechts ist der Wolf. Ach Mann, ich hätte bestimmt noch mehr mit ihr finden können. Aber ich denke, der Friedhof und so, das war vielleicht gar nicht schlecht. Da sind Blumen, das ist schon mal gut. Dann waren wir da noch nicht. Lauf da mal schnell hin, Kleine. Ja, ja, mach das mal. Das sind schließlich unsere letzten Blümchen. Oh ja, hier bin ich auch noch nicht gewesen. Ob der sie wohl verfolgt? Der Wolf? So, noch weiter. Wir nehmen natürlich mit, was wir kriegen können. Ach Mann, ich werde schon immer stiller. So, das Ende naht. Und ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht wir abgeschnitten haben. Ich finde ja nicht so. Bis man den Dreh auch mal raus hatte. Da ist das Mädel wieder. Die läuft jetzt da schon hin, oder was? Aha. Super. Ja, lauf mal zum Friedhof. Sag dem Wolf schon mal Bescheid, Geistermädchen. Ja. Kommen wir wohl nicht drum rum. Nee, wir sind hier... Oh Gott. Es ist so schrecklich. Redet sich hier schon wieder vom Sterben. Da ist der Wolf. Oh Gott, wie gruselig. Sie rennt hier sie schon um. Hallo, Wolf. Du möchtest doch mit was Großem kuscheligen. Ist der gruselig. Ist der eklig. Aber wie gruselig der ist. Oh, ich finde den unheimlich. Guckt euch den mal an. Kletter auf den Baum. So wie Ginger. Was ist mit dem? Was mache ich jetzt mit dem Wolf? Oh Gott. Passiert jetzt was, wenn ich auf den zugehe? Stirbt sie dann? Ja. Sie springt auf ihn drauf, wenn ich... Boah, scheiße. Ruby, was machst du da? Was macht die mit dem Wolf? Ich höre Kirchenglocken. Er geht auf den Baum zu. Wir haben kaum was eingesammelt für Ruby, aber das war ja klar, dass hier was dann passiert. Zack, fällt sie um.
Dann steh mal auf. Dann machen wir das jetzt mal. Puh. Dass die dann auch immer so machen, so, weil die gestorben sind, so. Hallo, ich bin jetzt ein Geist. Ich geh dann mal rein ins Haus. Arme Ruby. Ja, das sah echt aus wie so ein Werwolf, von dem sie auch selber geredet hatte irgendwie. Fand ich mit so mit auch am gruseligsten. Aber ja. Ich meine, wenn die Ginger mit einem anderen Mädchen spielt und dabei passiert ein Unfall, dann ist es halt auch nochmal für mich irgendwie was anderes als so ein Kinder-Mitschnacker-Typ oder so ein böser Werwolf, der da auf einmal ist, wie der halt auch gelaufen ist. Und sie setzt sich da einfach drauf und denkt, oh, der ist so kuschelig. Da spiele ich mal mit. Und dann, nehme ich mal an, hat er die Kirchenglocken gehört und hat sie wahrscheinlich gefressen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, die Geister gehen in Großmutters Haus, wo sie alle hingehören. Da dürfte es ja ein richtiges Geisterhauschen bald jetzt langsam geben. Bei all den Geisterfrauen, die wir da jetzt und Geistermädchen, die wir da reingebracht haben. Ach, okay. Mach mal ruhig. Ich gehe jetzt endlich mal da. Ach so. Vielleicht sollte ich auch mal die Tür aufmachen. Aber man sieht ja nichts von weiter Entfernung. So. Willkommen im wunderschönen, muckeligen Geisterheim. Bisher waren die Räume ja immer richtig schön hier. Auch hier, es ist richtig einladend. Alles so ein bisschen blau beleuchtet, das geht ja noch. Hier sind schon Kratzer an den Türen. Vielversprechend für des Wolfes Kratzer, nehme ich mal an. So, wir gehen weiter die Tür hoch. Wieder zerkratzte Türen. Sie ist wahrscheinlich auch geflüchtet, weggelaufen, hat versucht, sich ja zu retten. Aber die kleine Ruby hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Es gibt auch kein Happy End. Alle sind tot. Lalala. Klick, 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 klick. Los rein in die blaue Tür. Ich will jetzt wissen, was hier Sache ist. Ja, der Vollmond. So sieht's aus. Es ist ein Werwolf. Der Mond scheint und dann wird das Vieh zur Bestie. Der hat sie bestimmt zerfleischt und zerkratzt und was weiß ich nicht was. So sieht's nämlich auch gerade aus. Für Ruby. Und so ist sie gestorben. Null von vier Dingen. Komisch, dabei hatten wir eine Sache im Körbchen. Eins von dreien nur. Ey, das ist so merkwürdig, ne? Ich habe die Rutsche benutzt und ich habe ja alles ausprobiert, was ging. Sie hat sich auch auf den Sessel gesetzt, sie hat sich vor den Fernseher gesetzt. Trotzdem ist am Ende 0 von 4 Dingen gesammelt, obwohl ein Körbchen dabei war. Aber das eine Körbchen war wohl der Raum. Ich dachte immer, die Dinge, die man sammelt, sind die... Naja, ist auch egal. Du hast den alten Friedhof gefunden. Yay, Ruby ist vorbei. Jetzt sind alle weg. Und nu? Jetzt will ich wissen, ob da was kommt. Kommen jetzt einfach nur die Credits, oder? Oh. Oh, das Geistermädchen. Geistermädchen. Hallo. Kann man jetzt das Geistermädchen noch spielen? Warum kann ich jetzt das Geistermädchen spielen? Nochmal?
Auch das Geistermädchen wird im Auto von einem anonymen Menschen abgesetzt. Komisch. Oder kommen jetzt die Credits? Nee. Man kann anscheinend das Mädel jetzt spielen. Moment mal. Ja, wir können das Mädel jetzt spielen, die uns immer geholfen hat. Können wir jetzt die anderen alle retten, weil wir ja jetzt auf der anderen Seite sind? Das erfahren wir im nächsten Part von The Path. Bin ich ja mal gespannt. Sie tänzelt hier auch schon so vor sich hin. Vielleicht können wir die anderen ja noch retten. Wäre schön. Keine Ahnung, was wir mit ihr jetzt machen können. Bin gespannt. Hoffe ihr auch. Bis dann.